das war. Du musst ja so viel Zeit lassen zu treffen. Wir sind hier in Grünau Nord, in der Kita um die Welt. Grünau Nord ist ein Leipziger Stadtteil. Und wir haben ja in diesem Stadtteil besonders hohe Zahlen, wenn wir uns Kategorien angucken, wie Haushalte, die Leistungen nach SGB II beziehen oder auch viele Kinder, die keine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium bekommen. Wir haben hier viele Menschen, die nicht in erster Linie Deutsch als Muttersprache haben und demzufolge sind hier eben auch im Einzugsgebiet der Kita viele Kinder, die kaum Chancen auf kulturelle Teilhabe ermöglicht bekommen. Und hier sind wir mit unserem Projekt genau an der richtigen Stelle. Das Bach-Museum und die Kita um die Welt und auch das Kommhaus haben sich zu einem Bündnis für Bildung zusammengeschlossen, um eben genau hier in Grünau den Kindern die Möglichkeit zu bieten, musikalische Erfahrungen zu sammeln. Wir trommeln uns um die Welt. Das bedeutet, dass wir verschiedene Instrumente kennenlernen. Das große Anliegen des Bach-Museums ist, das Leben von Johann Sebastian Bach in erster Linie zu erforschen und auch zu vermitteln. Und natürlich ist uns aber auch die Vermittlung von Musik im Allgemeinen ein großes Anliegen. Und so ist eben auch der Trommelkurs hier in Grünau zustande gekommen, um Kindern, die sonst nicht die Möglichkeit haben, Musik ganz allgemein näher zu bringen, die Freude am Musizieren zu wecken. Und natürlich war auch ein wichtiger Bestandteil unseres Projekts ein Besuch im Bach-Museum, um auch den Kindern einfach das Museum als Ort überhaupt erstmal nahe zu bringen. Es wird grün, es wird grün, es wird grün. Ich hab Haargummi. Kleber, wo ist der Kleber hin? Hier. Da. Dann such dir mal eins aus. Mein Name ist Christoph Wittfer. Ich bin Einrichtungsleiter der Kita um die Welt im Stadtteil Leipzig-Grünau. Wir sind eine sogenannte Komplexkindertagesstätte. Wir betreuen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Wir haben ca. 200 Kinder im Haus, leben sehr intensiv das Konzept von Integration und Inklusion. Es ist ein sehr schönes Miteinander, auch mit den Eltern zusammen, und noch zu sehen, wie Kinder mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen groß werden und gemeinsam vor allen Dingen groß werden. Wir hatten und haben auch das große Glück, mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, unter anderem mit dem Bach-Archiv. Und über diese Kooperation ist es jetzt möglich gewesen, für unsere Vorschulkinder einen Trommelkurs anzubieten. Hallo, ich bin der Andreas. Ich bin Schlagzeuger und Perkussionist. Ich habe relativ spät zur Musik gefunden. Erst zwischen meinem 14. und 15. Lebensjahr angefangen, Instrument zu lernen und meine Aufmerksamkeit dann auch dabei behalten und dahin geschickt, um letzten Endes Musiker zu werden. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Klangprojekt im Kindergarten in Grünau, in diesem Bereich, wo es also Kinder jetzt als Teilnehmer gibt, die Ende August den Kindergarten verlassen und in die Schule gehen, also Vorschulkinder. Mit denen untersuchen wir Materialien und ihre Klangeigenschaften. Wir untersuchen, welche Trommeln kann man mit welchen Werkzeugen spielen. Wir versuchen auch kleine Rhythmusgespräche zu entwickeln zwischen den Kindern. Was kann man denn ohne Schlägel alles schon auf einer Trommel machen, mit Händen und Fingern? Ganz spannend. Ja, heute war zum Beispiel die Wassermusik nochmal dran. Wie verhält sich eine Glocke, ein Glas in Verbindung mit Wasser? Unter Wasser, über Wasser? Dabei stellten wir fest, dass doch eine Menge Kinder schon das von selber gut können.